Jetzt müssen wir den VDO Single View Tacho zum ersten Mal einstellen. Und in der Bedienungsanleitung steht, das ist ein bisschen kompliziert, um in das spezielle Menü reinzukommen, um die Anzahl der Pulse einzustellen, das dann wiederum hier erklärt, nur bei Erstkonfiguration, müssen wir jetzt vom Abrollumfang her, also ich habe ausgerechnet, wir haben 195/50 R16er Reifen. Das heißt, die haben einen Abrollumfang von 183 cm und auf einen Kilometer wären das dann 546 Pulse. Also müssen wir jetzt anstatt den 8000 546 eingeben. Und um in das Menü reinzukommen, müssen wir zunächst Spannungsversorgung herstellen. Also Klemme 30 und 31 anschließen. Klemme 15 noch nicht, also noch keine Zündung. Dann müssen wir den orangen Pin 12, hier ist das orange Kabel vom 12-poligen Stecker, an die Gleichstromversorgung anschließen. Dann den Taster da gedrückt halten. Und während man den gedrückt hält, dann Zündung anmachen. Dann Taster loslassen. Dann kommen wir in das spezielle Menü. Das machen wir jetzt mal. Also ich habe soweit schon alles hier vorbereitet. Wir haben hier Rot, also das Dauerplus, und das Blau-Pinke, das ist Beleuchtung, damit wir hier überhaupt was sehen. Grün und Blau sind für den Rädkontakt, er hier. Dann Braun ist Zündung. Machen wir jetzt mal kurz wieder ab. Zündung aus. So, und Schwarz ist Masse. Also die haben wir alle parat liegen. Und jetzt habe ich eben hier das Orange. Das ist, genau, dieser Pin 12. Also wie war das jetzt? Pin 12 mit anlegen. Dann Knopf drücken und gedrückt halten. Jetzt rutscht mir natürlich das Ding weg. Oh, bleib hier. Gedrückt halten. Dann Zündung an. Komm her. So. Jetzt sind wir in einem Menü. Jetzt müssen wir weiter durchschalten, ob wir ins Spezialmenü reinkommen. Ja, Source analog, das ist schon vom Spezialmenü. Und hier sind diese Pulse. Da habe ich das jetzt gerade eben schon mal eingestellt. Da muss man dann hier gedrückt halten. Dann lässt er einen die erste Ziffer einstellen. Und wenn man, ja, genau. Und wenn man dann nochmal gedrückt hält, dann geht es auf die zweite Stelle und so weiter. So kann man sich das dann durchschalten. So, das habe ich alles gemacht. Jetzt können wir ihm also den orangen Pin 12 hier wieder wegnehmen. Und dann machen wir einmal Zündung aus und wieder an. Und jetzt habe ich hier ein Magnet am Akkuschrauber vorbereitet. So, und dann können wir jetzt hier eine Geschwindigkeit imitieren. Das heißt, der Magnet, der geht jetzt immer am Rädkontakt vorbei. Gucken, wie schnell wir fahren können. Na, 110 schaffen wir immerhin. Klingt plausibel. Dann können wir das so einbauen. Das ist immer eine ganz schöne Fummelei hier, das Kombi-Instrument wieder reinzukriegen. Also das hier ist der linke Anschluss mit den 14 Pins und das hier ist der rechte Anschluss mit den 14 Pins. Das muss man jetzt hinten dran stecken. Und dann schauen wir mal, ob es läuft. Das muss also irgendwie das da wieder rein. Das passt sowieso immer schon kaum. Da brauche ich auf jeden Fall zwei Hände für. So, jetzt ist es drin. Jetzt kommt der spannende Moment. Schauen wir mal. Ui, ich habe auf jeden Fall schon mal Beleuchtung am Tacho. Ist das schon mal was? Warum leuchtet jetzt da oben so leicht bei der Öllampe? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Gucken wir mal Blinker rechts. Das sieht nicht gut aus. Wie sieht es aus mit Warnlicht? Geht sogar das Radio mit. Gott. Wie sieht es aus mit
Licht wird auch nicht angezeigt. Ja, super. So, wie man sieht, ist wieder viel passiert in der Zwischenzeit. Die Sitze sind wieder drin, die Rückbank ist eingebaut, der Mitteltunnel ist wieder drin, das BMS ist unten angeschlossen, die ganzen Hebel und Schalter für die Scheiben, vorne der Schalter für vorwärts und rückwärts ist mittlerweile angeschlossen. Hier runter laufen die ganzen Kabel zusammen, die gehen dann da unten durch. Von der anderen Seite sieht man es mal. Das sind nur ein paar der Kabel. Da hinten laufen noch viel mehr durch. Also das war echt ein riesen Kabelgewurschtel, was man alles unterbringen muss. Und hier zum Zündschluss hin, da laufen auch einige Kabel. Denn von hier aus nehme ich nicht nur Klemme 15 ab, sondern vor allen Dingen Klemme 50. Klemme 50 ist, wenn man hier auf, wenn man nach Zündung dann quasi auf Motor starten geht und das dann wieder loslässt. Das war ein Tipp von jemandem aus dem Saab-Forum, ein sogenanntes Halterelais zu konstruieren. Das zeige ich mal. Das befindet sich in der Box hier, Halterelais. Und sieht so aus. Das sind zwei kleine Relais. Die machen quasi diese, die sorgen für das Halten. Ich blende auch direkt gleich mal den Schaltplan ein dafür. Und die halten dann dieses große Relais, wo dann der große Strom durchfließt, für eine ganze Menge Abnehmer. Also ich habe jetzt hier die ganze, also das hier ist Masse. Und hier haben wir eben alles, was mit Klemme 50 gestartet wird. Das ist einmal hier, wenn man den ganzen Kabelstrang sieht, die Versorgungsspannung vom Motor. Das ist hier dieses Kabel, Versorgung. Das heißt, nur wenn man den Zündschlüssel wirklich auf Starten dreht, dann haben wir hier Spannung anliegen und dann wird der Controller mit Spannung versorgt. Und dann natürlich auch, deswegen brauchen wir so viel Strom, die Servopumpe und die Unterdruckpumpe. Und hier unten habe ich jetzt noch die Pumpe für das Kühlwasser. Also hier haben wir die Kühlflüssigkeit, die jetzt so hier durchläuft. Ich habe noch keinen Stopfen, deswegen habe ich das erstmal so dicht gemacht. Es ist erstmal dicht. Ich habe es dann auch gut entlüftet gekriegt. Ich musste allerdings hier unten die Pumpenrichtung ändern. Also erst war dieser Schlauch hier oben und der war unten. Und dadurch hat sich eine Richtung ergeben, die irgendwie für die Strömung der Kühlflüssigkeit ungünstig war. Das hat sich so geäußert, ich konnte ein paar Sekunden fahren und dann hat der Controller keinen Strom mehr angenommen. Dann hat er quasi abgeschaltet. Und der Heiko Fleck hat vermutet, dass es daran liegt, dass der Controller nicht gut genug gekühlt wird. Und dann daraufhin habe ich eben hier die Richtung getauscht. Dann pumpt die Pumpe die Kühlflüssigkeit anders durch. Dann konnte ich auch viel besser entlüften hier oben. Dann hat er richtig viel Flüssigkeit reingezogen, also viel mehr im Vergleich zu vorher. So viel passt sowieso nicht rein. Das waren jetzt, glaube ich, 600 Milliliter, die insgesamt da reingehen. Und dann waren keine Blasen mehr, dann lief die Pumpe auch schön ruhig. Und siehe da, ich kann ganz normal fahren. Hier habe ich mittlerweile den Unterdruckschalter auch angeschlossen. Das ist hier der Schlauch, der Unterdruck an den Bremskraftverstärker bringt, hier von der Unterdruckpumpe. Und hier haben wir ein Rückschlagventil und hier haben wir eben diesen Unterdruckschalter und Sensor. Funktioniert so, die Pumpe baut Druck auf und sobald hier festgestellt wird, da ist genug Druck vorhanden, dann wird der Kontakt unterbrochen und dann hört die Pumpe eben auf, weiter zu pumpen, damit die sich nicht heiß läuft. Und dann haben wir hier noch was drin. Das kleine Teil hier ist ein Verzögerungsschalter. Den brauchen wir hier für die Servopumpe. Das sind diese zwei Adern, die hier rausgehen. Also wir haben ja insgesamt hier einmal, das ist hier das positive Kabel für die 12 Volt. Und hier haben wir Masse. Habe ich hier einfach an der Karosserie angeklemmt. Und dann haben wir noch diese zwei Adern. Was jetzt geschieht ist, wenn wir zünden,
dann wird nicht sofort Spannung auf die Servopumpe gegeben, sondern 1,5 Sekunden verzögert. Und das macht eben hier diese Verzögerungsschaltung. Die gibt das dann hier drauf und dann läuft die Pumpe mit voller Leistung. Dann sind hier die beiden Schütze. Hier brauchte ich noch einen speziellen Vorladewiderstand. Der war jetzt recht teuer, der hat 95 Euro gekostet. Weil der Controller zunächst das Precharge-Schütz anzieht. Dann wird darüber eben der Controller vorgeladen. Das hält, glaube ich, irgendwie 1, 2, 3 Sekunden. Dann hört es wieder auf und dann zieht das Hauptschütz an. Dann haben wir vorne noch die Hauptsicherung und den Strommesser. Und hier sieht man mal den ganzen Kabelstrang, der hier vom Controller kommt. Dann geht einmal hier die Versorgung, dann die Kabel für die Schütze. Und dann haben wir hier eigentlich noch ein Kabel, was man gar nicht braucht, CAN-Bus. Ich habe es mal reingelegt, wenn es schon da ist. Vielleicht kann man es später mal nutzen. Das hier ist unser Farbpoti, was ja hier drin ist. Und ein Bremspoti, das will ich jetzt eigentlich gar nicht benutzen. Das braucht man nicht unbedingt. RS-232 brauchen wir auch nicht. Das hier ist eigentlich das Wichtigste, die I.O.-Ports. Da sind zum Beispiel Adern drin für vorwärts, neutral und rückwärts. So, dann mal die, sag ich mal, zweite Probefahrt, weil die allererste habe ich schon gemacht. Und die hat aber nur ein paar Sekunden gedauert, weil dann der Controller abgeschaltet hat, weil er irgendwie zu warm geworden ist. Und seitdem ich das Kühlsystem andersrum durchflute, ist der Controller wohl besser gekühlt und hat jetzt nicht mehr nach einer Sekunde schon wieder abgebrochen. Jetzt probieren wir mal aus, wie es läuft. Also ich drehe den Schlüssel 2 Stellungen, dann habe ich erstmal Zündung, Klemme 15 quasi. Das BMS geht an und dann hier oben auch die Anzeige. Das BMS bringt im Moment gerade noch nicht viel. Ich habe die Akkus noch nicht dran, weil eine Platine einen Fehler hat. Die hatte ich falsch rum angesteckt und dadurch hat es die Platine wohl gefetzt. Also und zwar ist es die Platine, die an dem BMW i3 Akku angesteckt wird, an die dann wiederum eins dieser Stecker hier kommt und an dem Flachbandkabel dran ist, an dem BMS. Das heißt, wir haben jetzt hier vom BMS ein Flachbandkabel. Das geht einmal an jedem Akku vorbei. Mit so einem roten Stecker ist das dann an jeder Platine dran. Insgesamt 6 Stück. Und wie gesagt, eine Platine davon, die habe ich gefetzt, falsch rum angeschlossen. Und solange da noch keine neue da ist, man hört es jetzt, macht das BMS eben schöne Piepsgeräusche. Das kann man jetzt aber erstmal vernachlässigen oder erstmal ignorieren, weil das brauche ich eigentlich nur dann zum Laden. Und natürlich auch für die Anzeige hier. Aber jetzt will ich ja einfach nur mal sehen, ob alles gescheit fährt. Da brauchen wir jetzt erstmal kein BMS für. Okay, also ich habe Zündung angemacht und jetzt kommt eben der Moment. Ich drehe noch einen weiter zum Starten. Und dann kriegt der Motor, also Quatsch, der Tesla-Controller, seine Versorgungsspannung und die ganzen Pumpen laufen an. Das hört man auch gleich. Funktioniert.